So, apropos Pen and Paper, jetzt geht's rüber. Aber zackig, sonst schaffen wir es heute nicht mehr. Wir sind in Eile, wir sind in Eile. Vollbild. So schnell aber auch nicht, so in Eile sind wir nur auch nicht. So, Sekunde, Sekunde, den Knopf hier noch drücken. Ich gebe euch einmal den Link. Den Teil gucken wir gerade. Wandert alles auch nochmal auf YouTube. Und wenn ihr sagt, oh, aber die Kommentare, ich habe die meisten verpasst. Kein Problem, gibt's alles auf YouTube. Und da sind wir wieder. Und es geht knallhart weiter. Ohne jede Pause, ohne jede Chance auf Denken. Was? Mal geil, wenn ich eine Anmoderation verkacke und nicht weiß, wo ich eigentlich mit der hin wollte. Und dann so, Denken. Da geht's. Ja, ihr habt den Safe vor die Tür geschoben. Und die Tür geht zumindest nicht mehr auf. Also es scheint... Um 13 Uhr nicht. Um 13:30 solltet ihr mich dran erinnern, dass ich um 13:30 muss ich einen Social Media Post machen. Oder möchte ich in Social Media posten? Nicht so, als ob die jetzt... Nee, muss ich. Das ist eine Werbeaktion. Ich muss. Tür einfach mal aufdrücken könnten. Denn ihr habt wirklich drei erwachsene wundern. Männer gebraucht, um den bequem zu bewegen. Mhm. Plus Wurm. Ja, plus Leute, macht es nicht Sinn, dass wir das Schlafen fortsetzen mit einer Woche? Ich fände es auch nicht schlecht. Oder ja. Du machst ein Feuer und schmilzt den Tresor ein. Das ist der Schmied. Mach mir... Ey, das wäre wirklich geil. Aber das Feuer kriegen wir nicht. Ich weiß, dass wir es nicht heiß genug kriegen. Ja. Leider. Gut, dass du es sagst, sonst hätte ich gesagt, mit deinem Wissen, hätte ich schon gesagt, dass du sofort weißt, dass es nicht mal eben mit einem normalen Feuer zu machen ist. Habe ich denn, oder, ja, habe ich jetzt schon, wie lange haben wir denn gepennt? Genau, ihr sagt ja jetzt, wir wollen weiterschlafen, deswegen sage ich es. Ich sage es euch gleich, wenn ihr geschlafen habt, dann sofort. Kehren wir jetzt zu Plan A zurück. Ob ich einen groben Plan habe, wie es mit Moritan, Männer und Ultracore weitergeht, meinst du inhaltlich oder meinst du zeitlich? Zeitlich, nein. Außer, dass ich sagen kann, das nächste wird wahrscheinlich eher Ultracore, weil ich natürlich auch einfach versuche, gerade Moritan Manor ein bisschen rauszuzögern, in der Hoffnung, dass vielleicht Buddy wieder aktiver wird vor der Kamera oder so, weil ich einfach super ungerne Moritan Manor ohne ihn fortsetzen würde. Wäre im Notfall aber eine Option oder vielleicht, ne? Ich will ihn aber auch einfach gar nicht unter Druck setzen. Außerdem, Ultracore ist ja gerade einfach was, das super viel Freude macht, macht auch beim Zusehen Freude offensichtlich und darum geht das wahrscheinlich als nächstes weiter. Ich hoffe, dass ich irgendwann Anfang des Jahres nach Deutschland kann. Aber im Moment ist leider, wir sind wieder in einer Situation angekommen, wo man es nicht abschätzen kann. Als ich das letzte Mal da war, dachte ich, jetzt bessert es sich gerade, aber ja. Mit den Wachen bleiben und schlafen. Ja. Also erste Wache, zweite Wache, dritte Wache, vierte Wache schlafen. Okay. Alle einig? Ja. Ja. Okay, gut. Und die restliche Nacht verläuft zumindest verhältnismäßig ruhig, denn auch ihr habt Svea ruhig gestellt, gut und durch den Safe fühlt ihr euch natürlich sicher, was auch berechtigt ist, denn es scheint so, dass da zumindest von diesen Gestalten nichts mehr reinkommt. Und wir machen die Regeneration. Nice. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht in dem Abenteuer. Ne? Ist das die erste Nacht, die sie verbringen und regenerieren? Ach nee, sie haben davor schon mal Regeneration. Sie waren ja mal in dem Haus, da haben sie ja mehrere Tage verbracht. Ihr bekommt jeder, Moment, gib mir eine Sekunde, Lebensenergie. Mhm. Danach, nö, Angst habt ihr nicht. 20 Lebensenergie bekommt ihr alle zurück. Und, ja, 20... Bist du schon im Voice? Wieso? Soll ich schon im Voice sein? Das wäre mir aber neu. Da habe ich jetzt noch nichts von gehört. Hugo ist im Overlay. Ach so. Ah, der liest den Channel aus. Warte, ich blende das einfach mal kurz aus, solange das Overlay. Deswegen ist es da. Ah, danke für den Hinweis. Ja, ich habe das natürlich jetzt richtig eingestellt für den Screen. Auf den richtigen Channel. Er testet das gerade. Ich bin da aber nicht drin. Man sieht dann auch, wenn ich da nicht drin bin. Ich... Geistige Gesundheit. Von beiden jeweils 20 wieder dazu. Dann bin ich voll. Denkt dran, was euer Gesamtwert ist und euer aktueller Wert. Das seht ihr ja sofort. Wie kann man seinen Gesamtwert... Ich kann mir nicht mal mehr vorstellen, wie absolut zerschossen diese Charakterbögen sein müssen. Außerdem, ich weiß nicht mehr, ob das bei... Ich glaube, das war bei Beards. Irgendwann sind ja mal die Charakterbögen weg gewesen. Da weiß ich auch gar nicht, wie es dazu damals gekommen ist. War irgendwie im Umzug oder keine Ahnung. Irgendwann waren mal die Charakterbögen weg. Und da haben damals die Rocket Beans Community hat spontan irgendwie 3 Stunden bevor der Spiele, also bevor das Abenteuer losging, hat alle Pen and Paper, haben wir dann irgendwie, ich habe glaube ich damals an die Mod-Gruppe gepostet und meinte, ey, ich brauche eure Hilfe, ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Und dann haben wir das quasi irgendwie unter 15 Leuten aufgeteilt. Jeder hat irgendwie eine halbe Stunde Video geguckt und mir genau gesagt, wann man die Charakterbögen sieht und welche Stats man ablesen kann.
nach dem Live-Play von Beards ja so schlimm war, war jetzt nicht meine Schuld. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, wann das weg war. Ich glaube, es war sogar vor dem Live-Abend. Aber sieht man dann vielleicht, vielleicht sagen wir das da auch, ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall Beards da. Vielleicht nochmal ausrechnen. Der ist da, irgendwo musst du ihn dir aufgeschrieben haben. Ja, aber ich habe ihn dann immer wieder durchgestrichen. Ich glaube also 90. 20 geistige Gesundheit. Und das ist auch schon so ein geiler Punkt, wenn Spieler sagen, ich habe es einfach immer wieder durchgestrichen. Manche weiß, oh Mann, ey. Es gibt so viele Leute, die sich ja immer so, ja, die Charakterbögen von den Jungs, die waren ja auch immer so und dieses und jenes, als ob mir nicht klar war, dass da nichts drauf stimmte mehr auf ihren Charakterbögen. Die haben halt ständig irgendwas Falsches eingetragen. Und wie viel, 20 Lebensenergie auch? Oder 40? Genau, auf beides 20 kriegt ihr dazu. Ich warte, dass egal, ich brauch's eh nie. Ja. Seien wir doch ehrlich, habe ich bisher noch nie gebraucht, weder geistige Gesundheit noch Lebensenergie. Es scheint zumindest ruhig draußen zu sein. Ihr werdet alle relativ zeitnah wach. Zumindest sobald der erste wach ist, werden natürlich auch die anderen aufmerksam, regen sich so ein bisschen. Und Svea sitzt in der Ecke, scheint schon ein Weilchen wach zu sein. Und spätestens dann wachen alle auf. Vorsicht, das Feuer brennt noch. Ja, ich habe auch in Richtung des Feuers. Nee, das Feuer ist tatsächlich ausgegangen. Darum kriege ich von euch eine Fackel. Die haben auch die Fackeln gelöscht übrigens. Nee, habt ihr nicht gesagt. Also kriege ich von euch die Fackeln in Lumpen. Scheiße, jetzt sind sie abgebrannt. Ey, alles, was wir gemacht haben, war drei Feuer zu machen und dann haben wir eingeschlafen. Ja. Na gut. Okay, was tut ihr? Ist der Kampf in dem Bunker in dieser Folge? Der ist doch nicht in dieser Folge, oder? Der ist doch später. Also es ist morgen. Ihr habt gut gegessen zum Glück, also es war für euch eine relativ erholsame. Hören wir noch irgendwelche Geräusche außen von diesen Viechern oder was? Als du lauscht, hörst du gar nichts draußen. Also Vogelzwitsch. Wie viele Blätter die für ihre Charaktere haben? 5 oder 6 oder so? Weil wir das aber auch sehr groß gemacht haben, wenn man die abfilmen kann. Du kannst theoretisch den Charakterbogen locker auf 2 Seiten kriegen. Aber wir haben es damals riesengroß gemacht. Dann normale Waldgeräusche deiner Acht. Wir haben da ein Fenster. Fenster können sich nicht, kann man nicht öffnen. Okay, schade. Ich dachte schon gerade. Das sind das für Fenster? Hat schon jemand gefragt. Verriegelte Fenster. Die sind einfach total verdreckt. Und man kann also nicht letztendlich läuft es doch darauf hinaus. Wir müssen die nächste Station ansteuern. Lass es nicht lange labern. Ja. Ich würde sagen, wir schieben den Tresor weg und gehen jetzt zur Bücherei. Da, zu dem oder zur Tanke. Oder zum... Ja, ich meine, der hat ja gesagt, ein Buch bewertet man nicht nach dem Cover. Das ist ja ein Rätsel. Ja, meinte... Hier teilen die sich, glaube ich, auf, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist halt so ein Beispiel, wo das keinen Zeitersparnis bringt. Ja, egal. Ne? Wir wissen schon. Genau, und deswegen würde ich das als nächstes anschauen. Nichts dagegen, bin ich dabei. Auf zur Bücherei! Wir könnten uns auch aufteilen, um Zeit zu sparen. Würde ich nicht machen. Gut, dann gehen wir alle zusammen zur Bücherei. Fände ich aber auch nicht schlecht. Wollen wir uns nicht mal aufteilen? Ist doch auch mal ganz geil. Ist halt so geil, ich kann da nur immer wieder dran erinnern. In ihrem Anfangsbriefing steht... Teilt euch nicht auf und nehmt keine NPC mit. Sie haben jetzt gerade einen NPC bei sich und wollen sich aufteilen. Nee? Ja, was ist denn mit dem Professor und Svea zum Beispiel? Die müssen ja eh in der Hütte bleiben, oder? Also Svea sitzt in der Ecke, scheint zumindest beschäftigt zu sein, malt immer noch ein bisschen, malt. Also das stimmt, nachdem wir auch heute Nacht irgendwelche komischen Creeps da ankamen, sollte auf jeden Fall einer bei den beiden bleiben. Das sehe ich nämlich auch so. Ja. Oh, jetzt weiß ich gerade, Entschuldigung, weil ich es im Chat sehe, Svea saß unter einer Treppe, also gibt es da noch einen zweiten Stock? Nein, da habe ich schon das Haus war erhöht. Das steht auf so Balken quasi. Ah, da habe ich aber schon gesucht, da habe ich Lumpen gefunden. Genau. Okay, ich wollte ja nur mal wieder. Nee, aber ist richtig, sie saß unter einer Treppe. Wer bleibt bei Svea und beim Prof? Ist mir egal, ich kann wieder bleiben. Mir ist egal. Wollen wir die nicht einfach da lassen? Wir beide gehen zu einer Geschichte und die zu einer anderen? Warum aber hatten wir uns eben gerade auch gesagt. Okay, dann macht's, mir doch egal. Und wenn du nicht mitspielen willst. Ich wusste nicht mal, dass man auf Humor rollen kann. Also das wusste ich nicht, dass der Bot das kann. 66 auf Humor gewürfelt. Da redet, schaut Svea euch an und holt einen Schlüssel hervor. Was ist das für ein Schlüssel, Svea? Das ist der Schlüssel zur Hütte. Ich wusste nicht, ob ich euch den geben soll. Gut, dass du ihn uns jetzt gibst, nachdem die Gefahr vorüber ist. Zu welcher Hütte denn? Zu dieser. Es gibt einen Schlüssel, mit dem man abschließen kann. Du hast uns gestern gesehen, wie wir zu dritt einen Tresor geschleppt haben. Es tut mir leid. Zu viert mit Wurm. Oh Gott. Ich glaube, das ist die Folge, in der Eddie anfängt, sie zu mögen. Bitte, ich hab... Wenn du nicht mitspielen willst. Als ihr darüber redet, schaut Svea euch an und holt einen Schlüssel hervor. Was? Was ist das für ein Schlüssel, Svea? Das ist der Schlüssel zur Hütte. Ich wusste nicht, ob ich euch den geben soll. Gut, dass du ihn uns jetzt gibst, nachdem die Gefahr vorüber ist. Zu welcher Hütte denn? Zu dieser. Es gibt einen Schlüssel, mit dem man abschließen kann. Du hast uns gestern gesehen, wie wir zu dritt einen Tresor geschleppt haben. Es tut mir leid. Zu viert mit Wurm. Ich kenne euch doch noch nicht. Svea, das ist nicht so schlimm. Es ist eigentlich gut von dir, dass du in so einer Situation Fremden gegenüber misstrauisch bist. Ich bin stolz auf dich. Danke. Aber nächstes Mal vertrau uns ruhig. Okay. Ihr habt ihr lebt, Svea. Ihr habt ihr lebt. Ich gehe hin. Was hast du nur gemalt eigentlich? Ihr habt ihr lebt.
Juptele. Ja, du siehst relativ schnell, dass sie so überall Sonnen gemalt hat. So schön, wirklich typische Kinderzeichen. Ja, dann schließt du und der Professor, ihr schließt euch jetzt ein. Und unter keinen Umständen verlasst ihr die Hütte und so kann Zacharias... Nein? Wir schließen ab. Wir schließen ab, nehmen Schlüssel mit. Wenn der Professor Dr. Winterkorn vielleicht so ein Hulk-Typ ist oder sowas und ausbrechen will, lass uns sicher sein. Der ist ja noch bewusstlos. Das ist auch so geil. Budi hat halt eine gute Idee, aber seine Erklärung ist auch so, wir sperren halt einfach, falls der gefährlich ist, sperren wir ihn trotzdem mit dem kleinen Kind ein. So, und sie ist dann einfach, ist dann da eingesperrt. Lass uns lieber von außen abschließen. Ernsthaft. Ja. Nee, ernsthaft. Also die einschließen. Ja. Ist eine gute Idee. Dann gehe ich mit. Warum nicht? Es ist nicht ganz abwegig. Ich meine, es ist ein Kind. Ich glaube, das machen die jetzt nämlich auch. Und ich wollte hier eigentlich, ich glaube, ich hätte hier halt knallhart gemacht, hätten die alleine gelassen, hätte es wer den Professor, glaube ich, umgebracht. Oder halt versucht, ihn zu kidnappen oder so, ich weiß gar nicht mehr. Aber die hätte auf jeden Fall irgendwas mit dem gemacht, wenn die alleine gelassen hätten. Jetzt irgendwer kommt und quatscht die dumm voll, daher kommen wir nach Hause und die hat... So, und wenn sie jetzt da drin, dann können wir nichts. Warum geht denn die Qualität eigentlich gerade runter? Ach, das ist einfach im Original so, weil ich hab's auf 1080p gelockt. Also machen wir das so. Einschließen, wir schließen beide ein. Er war auch sehr misstrauisch. Budi ist hier einfach grundsätzlich sehr misstrauisch und das ist aber auch gut. Die kennen die beide nicht. Und gehen. Wer geht? Und das ist ja auch, also es ist ja auch Absicht, ne? Svea soll ja auch so wirken, als wäre sie einfach komplett ungefährlich. Also ich hatte am Anfang nicht so im Kopf, dass sie so ein wichtiger Charakter wird, aber über die Zeit machte das einfach immer mehr Sinn. So, irgendwann im zweiten oder dritten Teil habe ich gedacht, ey, ja, lass es so machen. Mit mir zur Bücherei und wer geht mit zum Bunker? Oder zur Tankstelle. Oder können wir es komplett aufteilen. Einer dahin, einer dahin, einer dahin. Ey, ganz ehrlich, Zombie-Apokalypse komplett aufteilen, dümmste Idee. Danke, dass du es sagst. Ich versuche halt hier auch die ganze Zeit. Hier gucke ich, glaube ich, übrigens zu Michael Petrescu, weil ich weiß, dass der auch weiß, dass die sich nicht aufteilen dürfen. Gut, dann geht ihr beide zur Bücherei, wir beide gehen zum Tanke. Und holen ein bisschen, zum Tanke. Holen ein bisschen Essen. Danke! Magst du dann den Kanister mitgeben? Weil danke! Vielleicht kann man ihn wieder auffüllen. Ja, ihr habt ja noch ganz wenig reingemacht. Da ist noch na gut, was. Okay. Okay, egal. Ich wollte gerade sagen, hat jemand noch was wir da irgendwie benutzen können an der Tanke? Feuer wenig. Ja, lass uns doch erstmal hingehen jetzt. Ja, aber gut, wenn wir da wir was brauchen. Nee. Ja, komm, wir marschieren los, ne? So, wir gehen zur Bücherei. Du, wie geschickt du da rübergegangen bist, dass du vielleicht Loot hast, den ich noch gebrauchen könnte. Ach so, ja, einfach was willst du denn haben? Was willst du denn? Verstehe ich. Wieso sie jetzt gesagt hat, dass sie einen Schlüssel hat, das weiß ich gar nicht mehr genau. Warum sie das jetzt gesagt hat. Vielleicht wollte sie mit ihm eingeschlossen werden. Ich weiß es gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Es kann schon sein, dass ich ihr diesen Schlüssel gegeben habe, in der Hoffnung, dass die dann sagen, ja, hier habt einen Schlüssel, schließ euch ein, fertig, damit sie mit ihm alleine gelassen wird. Die Frage war ja, ob ihr was habt, was wir irgendwie mit Benzin tränken können. Braucht ihr irgendwas? Braucht den Kloschlüssel. Du kannst ja mal gucken, so ob die da einen Shop haben. Und wenn die einen Shop haben, kannst du den plündern. Ein Job? Ein Shop. Also okay. Jede Tanke hat einen Shop. Und da muss es Loot ohne Ende geben. Und es fällt Röder auch nicht so leicht, nicht damit hinzukommen. Ja, aber soll ich dir jetzt vielleicht mal so ein Tittenmagazin mitbringen? Das wäre lieb. Hast du auch eins mit Elchen und anderen Waldbewohnern? Weiß ich nicht, was das für eine Tanke ist. Ob die große Auswahl hat oder nur die kleine Auswahl. Das kannst ja dann du entscheiden. Okay. So, wollen wir dann das gehen? Das alles, Moment, diese ganze Unterhaltung findet aber nur mit den Augen statt. Selbstverständlich. Also wir haben die natürlich nicht öffentlich gemacht. Dann kannst du ja weitergehen, wenn die Augenunterhaltung beendet. Das ist richtig. Okay, also was tut... Das ist auch so geil. Also ich denke manchmal so, Simon, das ist ein schönes Rollenspiel, alles ganz normal. Ja, das findet alles nur mit den Augen statt. Ich so, warum? Warum kannst du mir nicht einmal was geben? Und jetzt genau, wer geht wohin? Wir gehen zur Tanke, wir gehen zur Bücherei. Okay, dann machen wir zuerst die Tanke. Nee. Close wegschalten würde. Das ist der Uli. Ach, das ist da. Gut. Bild. Ach mein Gott, Kindergarten. So, weiter geht's. Ich muss mal eben die Tanke aufblättern. Entschuldigung, das muss ich im Moment suchen. Das wäre da wahrscheinlich Porno-Bild, ne, oder so. Ihr kommt an der Tanke relativ zügig an. Ihr findet es ist eine kleine Tankstelle, schon so eine typische, ja, weiß nicht, wie man das früher kannte eben, dass da vorne eine Zapfsäule ist in der Mitte, die kann von beiden Seiten, kann man da ranfahren, da stehen zwei Säulen und da ist ein kleiner Laden daneben. Aber sie sieht zumindest auf den ersten Blick relativ verlassen aus. So, willst du vorne, hinten rum, wollen wir zusammen rein, wollen wir erstmal belauern, gucken oder was? Es könnte sein, dass ich jetzt gleich schon in den Call muss, dann müssten wir 5 Minuten Pause machen, wäre aber auch kein Weltuntergang, oder? Ja, wir gucken durch die große Frontscheibe.
Beide, was? Aber natürlich schon ein bisschen in Angriffsstellung. Wir sind immer bereit. Du kannst uns da nichts irgendwie später einreden. Und wir gucken halt. Suchen nach einer Öffnung. Also die Frontscheibe und auch die Tür sind so verrammelt. Also da sind auf jeden Fall Bretter vorgenagelt. Man kann jetzt nicht einfach reingucken. Ist da eine Öffnung? Sehen wir eine Tür? Eine Tür ist da, ja. Ist die auch aufmachbar? Weil so also willst du versuchen, sie zu öffnen? Schiebetüren. Also er hat ja eigentlich keine Tür. Sind die alle vier alle recht parallel besser geworden im Rollenspiel oder gab es jemanden, der vorangegangen ist und genervt war von anderen, würde ich nicht sagen. Ich glaube, am Anfang war es einfach so, dass die alle so unterschiedliche Stile hatten. Eine ganz normale Tür. Du kannst da reingehen in diesen kleinen Shop. Und dass dann einfach diese unterschiedlichen Stile am Anfang einfach super krass geclashed sind. Auch so, dass ihre Charaktere waren halt alle so Rampenlicht-Charaktere und so. Ich glaube, sie sind einfach alle mit Beards schon besser geworden, aber haben kollektiv bei Moritan Manor halt eine Mondlandung hingelegt in Entwicklung als Spieler. Für mich war Moritan Manor kollektiv der Zeitpunkt, wo die alle schlagartig so krass viel besser wurden. Sozusagen. Okay, ja, dann versuchen wir die aufzumachen. Also es ist wirklich eine ältere Tank, das ist nicht so eine moderne. Erstmal hören an der Tür, ob wir was hören drinnen. Okay, du hörst drin zumindest, warte mal. Kommt auch mehr Musik. Man hört die hier nur ganz sanft, aber so langsam kommt auch mal mehr Einsatz von Musik und so. Hast vergessen, ob da jemand drin ist oder nicht? Nee, ich will nur gucken, ob er es hört oder nicht. Okay. Wegen Gott würfelt nicht. Du hörst drin zumindest leichtes Gemurmel oder so. Also du nimmst drin, da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Wollen wir direkt angreifen oder wollen wir denen eine Chance geben, dass sie vielleicht sich als Menschen zu erkennen geben? Oder wir können wir mal rufen. Wer ist da? Stimmt, die Antwort nehme ich dir. Kommt später wieder! Wir haben noch geschlossen! Ja, wir sollen später erst zur Tanke kommen. Weil der Hauke das gern so hätte. Es ist halt auch so blöd, das ist so ein Moment. Ich will natürlich nicht on air sagen, ey, ihr missachtet halt die erste Regel dieses Pen and Paper. Und darum muss ich dann jetzt so super stumpf sagen, kommt später wieder. Weil ich halt, ja, ich möchte nicht, dass sie das jetzt machen, weil sie das zusammen machen sollen. Ja, so. Ja, keine Ahnung, sollen wir trotzdem einfach reingehen? Ich habe das Gefühl, dass da was passiert, was wir nicht wollen. Wollen wir noch nicht. Also ich öffne jetzt die Tür und gehe rein. Okay, sie lässt sich nicht öffnen. Die ist verschlossen. Okay, ich gehe nicht rein. Du siehst auch von innen, das ist schon eine Tür mit Glasscheibe, die ist wirklich so bretterstumpf vorgenagelt. Mach doch mal auf, hier ist Stanley Balls. Sie haben sicherlich von mir gehört. Genau, und wir haben Sachen zum Tauschen. Balls, Schmalls, Tauschen, Schmauschen. Komm später wieder, habe ich gesagt. Ja. Es ist noch so früh, guck mal auf den Tacho, ich will pennen. Nun, ich würde sagen, wir sind hier erstmal am Ende. Ist halt mega blöd. Ich hätte hier einfach ausspielen sollen wieder. Ist halt super dumm, sie jetzt so komplett in eine Wand. Keine Ahnung. Also war auch, wie gesagt, das erste Mal, dass ich damit konfrontiert war, dass sie sich jetzt wirklich trennen und so, war jetzt wirklich so ein Moment, wo ich dachte, ja, okay, das müssen wir jetzt halt auch einfach irgendwie, muss ich jetzt was machen? Und ich wusste mir einfach nicht anders zu helfen. So. Können wir uns die Zapfsäulen irgendwie angucken? Fällt uns da irgendwas auf? Okay, an den Zapfsäulen. Oder kurz. Mir fällt gerade auf, ich kann so checken, ob die schon im Dings sind. Okay, du findest an den Zapfsäulen Kupferrohr. Ey, gut. Ey, voll gut. Okay. Warum? Dann bevor die Situation weitermachen, wir machen mal eine ganz kurze Pause. 5 Minuten. Im allerschlimmsten Fall wären es mehr als 5 Minuten. Aber wahrscheinlich würden nur 5 Minuten.